Hallo und herzlich willkommen bei MG Kitchen TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist gut, nicht zu viel Applaus. Heute bei uns in der Küche Rasmus Hoffmeister. Viel Spaß. Lösch die Lichter der Stadt, nur um zu sehen, wie du leuchtest. Nur um zu sehen, wie du scheinst. Dreh die Lautstärke runter, nur um zu hören, wie du atmest. Nur um zu hören, wie du singst. Heute Nacht gehört uns die Welt, vogelfrei, so stark wie Hulk. Ey, niemand hält uns auf, spring von Dach zu Dach, ja, Kometen nach. Ich bin dein Kosmonaut, ich bin dein Kosmonaut. Leg deine Hand auf mein Herz und spiel Mannszug, wer ein Witz dagegen. Es gehört dir, wir klettern Feuerleitern rauf, nur um zu spüren, dass wir leben, um zu signalisieren, dass es uns gibt. Tanzen im Regen. Heute Nacht gehört uns die Welt, vogelfrei, so stark wie Hulk. Niemand zählt uns auf, springt von Dach zu Dach, ja, Kometen nach. Ich bin dein Kosmonaut, ich bin dein Kosmonaut. 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 Niemand zählt mich auf. Heute Nacht gehört uns die Welt, die Welt. Rückenwind, deine Flügel tragen mich, wohin ich mich wage. Nie in Eile, nie verfahren, und die schönsten Orte kundet. Niemand kann mich überrunden. Welt im Handgepäck. Dreieinhalb Pferde, das Herz auf der Zunge, zwei Takter Puls und Qualm in der Lunge. Ey, alle müssen irgendwann gehen, doch nicht jeder lebt. Ich entscheide mich für mehr. In meinem Schwalbennest ist, wo ich die Welt vergesse.
Mädchen ziehen vorbei, Tage gehen vorüber und ich schreib neue Lieder. In mir ist so egal, wem die Stadt gehört. Wenn ich dann angekommen bin, dort wo man schöne Lieder singt, wenn ich mich neu gefunden hab, geht es mir gut, ja. Ich leg den Rest der Welt beiseite, ich hab alles, was ich brauch. Du auch, in meinem Schwalbennest ist, wo ich die Welt vergess. Mädchen ziehen vorbei, Tage gehen vorüber und ich schreib neue Lieder. In mir ist so egal, wem die Stadt gehört und was man sich erzählt und was man heute so trägt. Willkommen, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Jetzt geht's ans Eingemachte, denn Rasmus wird jetzt mit mir zusammen kochen. Genau. Rasmus Hofmeister oder aber Rasmus The Hofmeister. Hat dich schon mal jemand so genannt? Nee, ich werde ganz oft Hesselhoff getauft oder so, weil die das ja genau. Super witzig finden. Oder Hausmeister oder Bademeister oder Hofmeister auch sehr oft. Also es gibt da schon einige Variationen. Bietet sich an bei dem Namen. Macht nichts, wir nennen dich Rasmus Hofmeister, so wie du heißt. Was machen wir hier heute? Was kochen wir? Ich bin da gerade durch mit dem Studium und da hatte ich nie viel Geld und auch nicht besonders viel Zeit fürs Kochen. Deswegen habe ich immer sehr einfache Sachen gemacht. Also wir machen tatsächlich einfach nur ein paar Zwiebeln, Knoblauch, Blätterteig und Lachs. Und das war immer was, das ging schnell fertig und da musste ich auch nicht besonders viel für putzen. Und macht satt, ne? Und das macht ja auch satt, definitiv. Ja. Okay. Was soll ich machen? Was machst du? Du machst die Zwiebel? Ich nehme die Zwiebel, genau. Kannst du ein bisschen Knoblauch schneiden? Ja, mache ich gerne. Und dann lassen wir erstmal alles so liegen. Ne? Okay. Du hast gerade gesagt, Studium. Was hast du studiert? Ich habe Sozialpädagogik studiert in Dänemark. Ah, okay. Also soziale Arbeit dann. Und arbeite als Betreuer in einem Hort, in einem Jugendclub. Mhm. Und habe da von der ersten Klasse bis zum 18. Lebensjahr teilweise Kiddies, die dann vorbeikommen und bespaßt werden wollen. Und ab und zu werden Bewerbungen geschrieben und so. Also läuft die Musik mit deiner Arbeit quasi nebenbei? Machst du halbe-halbe oder wie organisierst du das? Ich habe einen richtig coolen Chef. Ich arbeite 20 Stunden und habe deshalb auch 2 Tage die Woche frei. Und okay. Kann dann immer ein langes Wochenende machen und spielen. Und das geht stressfrei? Stressfrei nicht, aber es geht. Das ist schön. Also Respekt, danke an deinen Chef. Könnt ihr ruhig mal klatschen hier. Hi zusammen. Sag am besten nicht, wo du arbeitest, sonst bewerben sich alle da, weil so einen Chef will wahrscheinlich jeder haben in dem Bereich. Ja, lassen wir mal die Katze mal direkt aus dem Sack. Du warst bei The Voice. Richtig. 2013, ist das richtig? Das ist richtig, das genau. Das ist richtig, habe ich gut recherchiert. Wieso hast du dich für diese Show entschieden? Ach du, das ist eine komische Geschichte eigentlich. Und zwar hat eine Freundin mich dort beworben, sozusagen. Und ich wusste von nichts und irgendwann kam dann eine Mail und da wurde mir gesagt, ey, komm doch mal vorbei. So, finden deinen Kram ganz gut. Und wurde eigentlich reingeschmissen. Also ich habe vorher Musik gemacht auf meinem Sofa. Ja. Habe ab und zu mal mit einem iPod Touch ein paar Videos aufgenommen. Und habe halt nie das große Ganze gesehen. Ich habe einfach nur Musik gemacht, weil es mir gut getan hat. Auch nicht vor einem Publikum gespielt? Ich habe ganz selten mal bei uns in einem Café gespielt. Ja. So für 50 Euro Spritgeld und das war super, das hat total viel Spaß gemacht. Okay. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt das Ego, um eigentlich auf die große Bühne zu gehen. Deswegen war das schon ein ganz schöner Katapultstart sozusagen für mich. Aber einfach du hast mal die Challenge quasi angenommen? Ich habe es angenommen, genau. Also ich habe halt gerne Castingshows verfolgt und so, weil da auch echt viele gute Leute dabei sind und vor allem auch Underdogs. Ja. Und ich finde, das wird vor allem bei diesem ProSieben-Format, bei The Voice, sehr gut gepusht. Okay. Dass die halt sagen,
komm, aus dir können wir was machen und so, mit ein bisschen professioneller Hilfe. Und deswegen war das eigentlich das Einzige, was für mich in Frage kam. Jetzt ist es aber so, dass viele Leute auch Gegenstimmen da haben. Ne? Die sagen zum Beispiel, oh Mann, diese ganzen Castingshows, die sind nicht echt. Selbst wenn man weiterkommt, hat man da nichts von am Ende. Wie siehst du das denn? Du warst ja da. Also ich glaube, es kommt einfach nur darauf an, wer du bist. Wenn du sagst, ich gehe jetzt hier hin und ich bin so echt wie immer, und dann wirst du halt auch so angenommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ja, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, dann wird vielleicht gesagt, ey, guck mal, so einen hätten wir noch gar nicht, da könntest du ja vielleicht dies und das, aber das wird bei The Voice überhaupt nicht verlangt. Also ich finde, das sieht man bei anderen Formaten ganz oft, dass du so ein bisschen... Ey, heul doch mal vor der Kamera, erzähl mal was von deiner Oma oder so. Und nee, das haben die da gar nicht gemacht. Also die haben uns echt alle total gut angenommen. Und vor allem mein Coach, der Max, der war auch super cool. Max Herre? Max Herre, genau. Okay. Das war sofort klar, dass ich zu dem möchte, weil ich höre seine Musik gerne und ich finde halt Rap auch sehr gut. Obwohl ich selbst nicht mache, aber ich bin ein großer Fan davon. Von Rap? Ja, Rap und Hip-Hop und... Da muss ich mal eben was vorwegnehmen. Das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil in deinem Video Tarantino-Film... am Ende sieht man den Rasmus, eigentlich macht er Singer-Songwriter-Musik, kann man ja so bezeichnen. Ne? Es ist, so. Und am Ende sieht man, wie er zum Refrain ohne Gitarre solche Moves macht. Guck dir das mal an. Ne? So den hier macht. Da ist jetzt, ja. Das fällt auf. Das ist jetzt nicht unbedingt die typische Bewegung für einen Singer-Songwriter. Ja, ich habe das habe ich auch damals bei Voice zu wissen bekommen, dass ich halt komische Armbewegungen drauf habe für jemanden, der ruhige Musik macht. Und mir wurden tatsächlich auch aus der Hose meine Taschen rausgeschnitten und zugenäht, weil ich die halt auch nicht einfach in die Hosentasche stecken sollte. Ich habe ein paar Songs ohne Gitarre gemacht und ich war da ein bisschen mit überfordert mit der gesamten Situation. Deswegen, also das kann ich mir verstehen. Also mich stört's nicht. Es ist halt nur auffällig. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du noch andere Projekte hast. Und jetzt bin ich schwer traurig wegen den Zwiebeln. Ja, ich habe es auch schon. Aber du machst keine Hip-Hop-Musik nebenbei, mein Gott. Ich mache keine Hip-Hop-Musik. Ich würde immer gerne mal für Rapper eine Hook singen. Also da hätte ich wirklich große Lust drauf. Man muss halt immer gucken, wie es passt. So, ne? Aber das wär schon eine Sache, die würde ich gerne ausprobieren. Aber ansonsten ist meine Musik halt recht zeitaufwendig. Und dadurch, dass ich halt kein Management habe und alles selbst mache, wie wahrscheinlich auch viele, die hier zu Besuch kommen, ist es halt... Hier sind nur die ganz Großen. Mein Gott, die Zwiebel muss weg. Das ist ja so heftig. Hast du keine Probleme damit? Ich hatte. Wir hätten lieber die Roten nehmen sollen. Tu sie schnell weg. Ich glaube, die sind ein bisschen angenehmer. Ja, es ist zu spät. Du hast den Boss, du hast den Song Kraniche von Bosse gesungen bei The Voice. Genau. Würdest du das wieder machen oder würdest du dich für einen anderen Song entscheiden? Ich habe Seemannsblau vorgeschlagen, weil das mein absoluter Lieblingssong ist von Bosse. Ja. Und jetzt war halt gerade das neue Album und so und die haben gesagt, ey, spiel doch einfach einen Song der neuen Platte. Und ich bin halt ein riesen Bosse-Fan. Ich muss mal eben stoppen. Eben die Augen auswaschen, ist egal, Interview läuft weiter. Okay, du bist ein riesen Bosse-Fan? Ja, ich bin also ein sehr, sehr großer Bosse-Fan. Ich mag das Songwriting gerne, weil es auch sehr speziell ist. Weil er Sachen sagt und singt, die jetzt kein anderer in diesem Genre so zu sich nehmen würde für Musik. Gerade so im Popmusikbereich ist das ja immer schwierig, irgendwie einen zu gefallen. Und Bosse scheint das echt scheißegal zu sein. Er singt, worauf er Lust hat und er schreibt auch, worauf er Lust hat und die Leute nehmen es an und die finden es cool. Und deswegen, also ich war sehr dankbar dafür, dass ich einen Bosse-Song singen durfte. Ja, das stimmt. Das ist mir eigentlich auch aufgefallen, weil Vorstellungen sind wahrscheinlich auch andere manchmal dann, ne? Dass sie sagen, ne, nimm was anderes. Ja, das war halt auch der allererste Bosse-Song in der Show. Also gab es vorher noch nie. Und Bosse hat es halt auch gehört. Hast du Feedback bekommen? Er hat mich aufs Konzert eingeladen. Das war ein Radio-Akustik-Konzert in Hamburg. Und da saß ich dann halt in der ersten Reihe und danach, also nachdem er Kran hier gespielt hat, hat er mir noch so eine Bro-Fist runtergegeben ins Publikum. Und danach waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt und haben ein Bier getrunken. Das war echt ziemlich cool. Oh, das ist ein Erlebnis. Also das war mehr als ein bisschen Feedback sozusagen. Das war echt ein Riesending für mich. Das hat mich total gefreut. Cool. Und was hat sich seit diesem Auftritt so für dich in der musikalischen Karriere oder Laufbahn verändert? Die Zuhörerzahl ist natürlich ein bisschen besser geworden. Ich hatte vorher so eine Facebook-Seite, halt immer noch die gleiche wie heute. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, 90 Fans und das waren halt hauptsächlich so Freunde und Klassenkameraden. Und 90 Fans? Ja. Das ist in der Tat nicht viel, weil du hast jetzt 11.000. Ja, jetzt sind es fast 11.000 und das ist halt schon ein gravierender Unterschied, weil jetzt habe ich halt eine gewisse Reichweite. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwo mal anfrage und so, dann können die Leute auch sehen, vielleicht kommen da ein paar, nur bei der Fananzahl. Und
Ja, also ich bin eigentlich genauso geblieben wie immer. Ich bin ein bisschen gestresster ab und zu, weil ich halt versuche, viele Projekte jetzt auf die Beine zu stellen. Ist es eine CD-Produktion oder ein Album? Und ansonsten, also zu Hause muss ich meinen Teller immer noch selbst wegbringen, wenn ich bei meinen Eltern bin. So. Das kann sich ändern, weil du bist ja jetzt hier in unserer Show. Das wird definitiv nochmal 11.000 Fans mehr geben. Das heißt, danach muss dein Teller nicht mehr selber wegbringen. Nee, ich finde das gut. Genau, aber du machst jetzt keinen gestressten Eindruck. Du bist ein sehr relaxter Typ. Okay, nochmal zurück zum Tarantino. Tarantino-Filme, so heißt der, das genau, Video richtig. Dazu. Da sieht man jetzt viele Menschen, die singen quasi deinen Text. Sind das Freunde oder waren das irgendwelche Leute, die so auf der Straße mal angehauen hast? Das sind tatsächlich alles gute Freunde. Ich habe halt einfach mal im Freundeskreis so gefragt, bei WhatsApp so, ey, haben du und deine Freundin nicht Bock, ein Video mitzumachen? Und die alle so, ja, klar. Die kannten den Song halt alle auch noch nicht. Ja. Und dann habe ich dann die MP3 rübergeschickt und habe gesagt, ey, üb das doch mal, beweg mal deinen Mund dazu, habe den Text mitgeschickt. Und die hatten halt richtig große Lust alle. Da hat man gemerkt. Und ja, wir hatten riesen Spaß und habe dann ein paar coole Kumpels, die haben echt für kein Geld dieses Video mit uns aufgenommen. Die machen es halt normalerweise dann auch professionell. Und das war so ein wunderschönes Miteinander. Ich habe danach alle zum Grillen eingeladen, weil irgendwas muss es ja geben. Grillen und Bier, damit kriegt man eigentlich in der Regel alle. Alle, ja. Denn Mäuse fängt man ja mit Speck. Richtig. Nee, so funktioniert das. Ich habe dann einfach zum Beispiel, da ist auch ein älteres Ehepaar, aber das waren meine Nachbarn. Ach so, einfach tatsächlich. Einfach gefragt, ob die Lust hätten, Walz zu tanzen oder so, weil ganz am Ende des Videos wird da getanzt. Ja, ja, genau. Und dann machst du ja den hier. Ja, richtig. Und ich habe einfach mal gefragt, ob die da Lust drauf hätten. Und die so, ja klar, Sonntag, da haben wir nichts vor und dann kommen wir gerne vorbei. Und das war ein schönes Projekt. Also ich freue mich auch schon auf weitere Videos, weil die Leute haben jetzt ein bisschen Blut geleckt sozusagen. Und nee, die wollen alle berühmt werden. Ja. Die wollen alle großartige Schauspieler. Die wollen den Katapult starten. Das ist ja ganz, ganz, ganz logisch. Wobei der Text ja, er ist sehr intim. Also da gibt es zum Beispiel, also es geht ja teilweise auch um Verhaltensweisen, wie einen fahren lassen, ja. Fingernägel kauen. Und so weiter. Über wen singst du denn da? Und zwar ist das so, dass ich halt in diesem Song ganz viele Kompromisse besinge, die Männer für ihre Partnerin in Beziehungen eingehen, ohne diese jemals zu erwähnen, weil man ja auch keinen Bock hat auf Ärger oder auf dem Sofa zu schlafen. Ja, so. Happy Wife, Happy Life. Ja, ganz genau. Und mir ist das damals so aufgefallen, dass mein Bruder, das ist ein richtiger Nägelkauer, und seine Freundin hat immer richtig viel gemotzt. Darfst du das hier so sagen? Nein. Pech. dann ging das halt immer so weiter. Dann sind mir mal ein paar Sachen aufgefallen, die mich dann gestört haben. Zum Beispiel hat meine Freundin irre langes Haar. Also die hat irre langes Haar und auch sehr schönes Haar, aber auch sehr lang. Und das kitzelt halt im Gesicht. Und es ist egal, ne? Kennst ja, du liegst dann und der Arm ist tot und du hast Haare im Gesicht. Und trotzdem ist es irgendwie... Solange es nicht deine Achselhaare sind. Nein, ich weiß, was du meinst. Und trotzdem ist es halt... Es fällt alles so einfach, wenn es die richtige Person ist, was ich halt auch besinge in dem Song. Und ja, das wird ja am Ende aufgeschlüsselt erst, ne? Eigentlich so. Genau, erst wird ein bisschen gemotzt. Genau, erst wird gemotzt und dann kommt. Ich dachte, boah, mit welcher Potsau ist der eigentlich jetzt zusammen? Aber gut, deswegen. Ich habe einfach im Freundeskreis mal so gefragt, so, ey, und was nervt dich und was nervt dich? Und also, wir haben zum Beispiel keinen Hund, so, aber ich kenne da jemanden, der hat einen Hund. Und, ne? Ich erweite das jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich einfach mal so ein bisschen umgehört und wer was denkt und. Und wie es denen damit geht und so. Und dann habe ich halt aus diesem Kollektiv sozusagen einen Song geschrieben. Einfach sowas wie eine indirekte Hymne für Männer, die genauso wortkarg sind wie ich manchmal. Das ist ein sehr schönes. Indirekte Hymne für Männer. Großartig. Ich mag den Song sehr gerne, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute bei Tarantino-Filmen tatsächlich einpennen. Ich kann das auch nicht verstehen. Aber das ist kein Witz. Es gibt wirklich Leute, die tun das. Ja. Also gibt es einen speziellen Tarantino-Film oder wirklich tatsächlich gnadenlos bei allen? Ja, also sagen wir es mal so, wenn du jetzt zum Beispiel Inglourious Basterds guckst, der geht ja schon ein bisschen länger und dann gibt es ja diese Szene, wo dann über den Akzent gesprochen wird, ja. Ob das gerade fake ist oder nicht und so, und der ist halt sehr langgezogen und das gibt halt in jedem Tarantino oder auch bei Rodriguez gibt es auch ganz viele Szenen, die sind einfach zu lang für Leute, die es nicht wirklich interessieren. Ja, aber darum geht es ja bei Tarantino quasi, ja, die ganzen Kommunikationen, die ganzen Sachen, das ist ja gerade, das macht's ja aus. Ja, richtig. Aber ich finde es schön, dass du es aufgegriffen hast, weil einer muss es ja mal sagen. Ne? Ja. Es gibt Leute, die haben echt Potenzial einzuschlafen, das ist schon interessant. Okay, die Hip-Hop-Frage haben wir geklärt, vielleicht hast du ja irgendwann die Möglichkeit, einen Hook zu bringen. Ja, ne? Meldet euch. Meldet euch. Das wäre doch ganz geil. Also aber nur Deutsch, oder? Oder ist egal was?
Ich kann ja auch Dänisch, ne? Aber nee, Dänisch singen ist ein bisschen wie eine heiße Kartoffel im Mund, finde ich. Also Deutsch wäre schon mal nicht so schlecht. Okay, nur die Deutschen also. Bei Instagram und so weiter sieht man oder hat man gesehen, dass du sehr viel Spaß an Tattoos hast. Und was hat das mit den Tattoos auf sich? Meine Tattoos sind eigentlich alles Superhelden. Superhelden und Actionfiguren. Und zwar ist das für mich sozusagen die moderne Ritterlichkeit. Ich bin ein Riesenfan von Gutmenschen. Ich auch. Und ich habe, also bei mir hat es halt angefangen mit einem Herz, auf dem steht Mutti. Und dann habe ich halt ein richtiges Konzept irgendwann also für mich entwickelt, dass ich dann gesagt habe, ich möchte gerne Link von Legend of Zelda drauf haben und ich möchte ein Pokémon drauf haben und ich möchte Power Rangers drauf haben. Aber Pokémon ist ja kein Superheld. Nein, aber es sind ja dann doch Gutmenschen. Pikachu ist ja zum Beispiel, das symbolisiert ja Freundschaft. Okay, auf eine Art und Weise. Ich habe mich da nie so mit auseinandergesetzt, aber da habe ich wieder was gelernt. Es ist Freundschaft, Zusammenhalt, Teamarbeit, das habe ich sozusagen auf meiner Haut verewigt. Also positiv? Positiv, absolut positiv, ja. Meinst du, die Welt braucht ein paar echte Superhelden? Ich würde es sehr cool finden. Ich finde dieses Kick-Ass-Prinzip auch sehr geil. Also mit ein bisschen Fun dabei, ne? Kick-Ass sind ja quasi die haben keine Superkräfte, ne? Gar nichts. Genau, nee. Die kloppen einfach nur rum. Ja, bei dem einen fürs Gute. Fürs Gute, ganz genau. Ja. Und ich finde das ganz gut, auch gerade in der heutigen Zeit, wenn man mal ein bisschen an andere denkt und ein bisschen mitarbeitet, also zusammenarbeitet sozusagen. Und deswegen habe ich so ein paar Sachen. Ja, pass auf, dann lass uns, ist das Rick von Walking Dead? Den habe ich hier, genau. Oh, geil. Er hat doch immer diese Colt-Pose. Wow, ich bin geflasht, ich kenne sie alle. Aber dann lass uns doch eine Superhelden-Kombo gründen. Weißt du, wie das finde ich cool. Dann braucht man nur ein Cape. Vielleicht nehmen wir uns einfach hier binden uns den um und springen aus dem Fenster. Aber dann noch Spandex, ne? Und eine Unterhose. Ja, drüber. Also sonst geht gar nicht. Und dann auch Heavy-Metal-Musik machen, dann passt das nämlich alles zusammen. Okay, jetzt müssen wir mal zurück zur Musik. Superhelden, okay, Tattoos, letzte Album, ist alles im Kasten. Genau, richtig. Jetzt wird nur noch irgendwann gemastert und dann genau. Ist das Ding draußen. Also ist es so, dass ich jetzt auf meine EP Pilotspuren, da haben wir, da sind 6 Lieder drauf. An denen haben wir ganz fleißig gearbeitet und ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt die Finanzen sozusagen noch nicht ganz auf dem Platz, dass ich jetzt eine komplette CD aufnehmen kann. Und ich wollte auch noch ein bisschen reifen, was das alles angeht, weil es ging ja sehr schnell bei mir. Und jetzt habe ich gewartet noch mal ein Jahr, nachdem wir diese CD released haben. Die ist ja letzten Sommer rausgekommen. Und damit war ich jetzt schon zweimal auf Tour. Und die neue, das sind jetzt 12 Tracks und ein bisschen ruhiger auch alles. Mhm. Das haben wir voll instrumentiert und ganz schick. Und wir haben sogar Niklas Hart, das ist der Cellist von Bosse. Der hat... Ja, guck mal hier. Der hat mit ist ja jetzt voll drin. Hat man kennengelernt, genau. Super cooler Typ. Und er hat dann für Tarantino-Filme das Cello eingespielt. Und diesmal machen wir es trotzdem ein bisschen ruhiger. Manche Songs haben einfach nur 2 Gitarren oder wir haben auch ein Harmonium gefunden im Studio. Wir sind in so einem ganz alten Studio gewesen, auf dem Deich. Das heißt Wattensound. Wattensound, okay. Genau, richtig. Okay, und da ist auch nichts, außer... Ne? Wie hat man gesehen, es gibt ja so ein Videotagebuch. Genau, richtig. Es sieht, lohnt sich auch übrigens mal auf seinen YouTube-Channel vorbeizuschauen. Da findet man wirklich interessante Sachen. Aber... Es sind ja jetzt andere Instrumente mit dabei und wenn es dann live geht, wie machst du es dann? Bist du dann allein unterwegs oder nimmst du die Band mit? Ich habe hauptsächlich Solo-Gigs, weil halt meine Kumpels, die dann bei mir mitspielen, die spielen auch alle noch in anderen Bandformationen. Mhm. Und ich habe halt gerne mal so einen Kumpel mit dabei. Ich habe zum Beispiel Jasper am Klavier richtig gerne dabei oder Jan an der Gitarre. Ja. Und wir nehmen dann zum Beispiel eine Loopstation mit. Oh, cool. Irgendwas in dieser Art und versuchen halt ein bisschen was die Energy daraus zu holen. Genau, das also dass sozusagen dieser CD-Vibe auch mit rüberkommt. Und deswegen, also hauptsächlich allein, auch jetzt gerade, ich bin morgen im Müllers auf der Rü. Mhm. Und da bin ich auch einfach nur der Junge mit seiner Gitarre sozusagen. Der Junge mit seiner Gitarre. Ja, so wie es das auch 1000 Mal schon gibt. Und wenn es in Heimspiele sind oder eine größere Tour geplant ist, dann kann ich auch ab und zu mal noch jemanden mitnehmen. Und das ist auch immer total cool, weil so ein bisschen Roadtrippen und so, das ist ja ganz gut. Ja. Gut. Album wird ruhiger, das ist dann, was den Zuhörer erwartet. Letzte Frage. Finden wir das Glück auf Tinder? Lichtgeschwindigkeit? nee, tut man nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaub, dass... Wenn du wirklich so oberflächlich guckst, ob dir jemand gefällt oder nicht, dann ist es vielleicht auch nicht direkt das Richtige.
Also ich habe tatsächlich einen Kumpel, der hat das Glück auf Tinder gefunden. Weißt du, sag mal. Aber weißt du Bescheid jetzt? Nein, ist es nicht? Oh, okay. Vergessen wir das. Widerlegt. Stellt euch selber die Frage, ob ihr das Glück bei Tinder findet. Ich weiß es nicht. Ich glaube an das Gute, wie du auch. Gut, jetzt sind wir fertig. Der Rasmus schiebt das Ding noch in den Ofen. Richtig. Und ich sage Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und dran geblieben seid. Er kann gleich noch abwaschen. Besucht uns auf allen sozialen Netzwerken, die es nur gibt. Bist du bei Snapchat? Nee, nicht mehr. Wir auch nicht. Okay. Gut, dann Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Alles. Ciao. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Auftritte stehen in der nächsten Zeit noch nicht an. Aber ich habe bei einem Contest mitgemacht, bei Fender. Und mit ganz, ganz viel Glück kann ich nach Düsseldorf ins Finale und Olli Schulz kennenlernen und vielleicht sogar eine neue Gitarre gewinnen. Also wenn ihr Lust habt, guckt einfach auf meine Facebook-Seite oder auf rasmushoffmeister.com. Und da gibt es dann eine ganze Menge Info. Moin. Draußen wird's hell, ich halt dich warm. Ging alles so schnell, was hast du getan? Wo sind die Prinzipien, die Regeln, der Plan? Hey, können wir noch mal von vorn anfangen? Denn eigentlich kenne ich nur deinen Namen. Bitte bleib hier, ich muss noch so viel erfahren. Keine Angst, los, tu uns den Gefallen, ich pass auf dich auf, lass dich nicht fallen. Spring auf, ich nehm dich Huckepack und zeig dir die schönsten Orte der Stadt. Spring auf!